Die folgende Sendung wird präsentiert von Ich lebe gerne an der Efel, weil das wunderbare Zusammenspiel von Frindli Läden ist. Wenn man eine rief, da kommen sie all. Ja, wo immer Sie uns jetzt auch zuschauen, ein herzliches Willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Hier bei uns. Damit Sie wissen, was Sie in den kommenden 20 Minuten erwartet, hier die Themen der heutigen Sendung. Entsorgen oder reparieren. Repair-Cafés helfen, Alltagsgegenstände wieder in Gang zu bringen. Gesund oder ungesund. Landfrauen in Hinterweiler testen Superfood. Machen oder alles so lassen. Kilburger Filmnacht soll Freizeitangebot für Jugendliche erweitern. Und Realschule oder Gymnasium. In Prüm wirbt die Realschule Plus um die Gunst von Eltern und Schülern. Dazu der Nachrichtenüberblick und unsere Ausgehtipps für die kommende Woche. Schön, dass Sie wieder dabei sind. Was machen Sie, wenn Ihre Kaffeemaschine nicht mehr will oder beispielsweise der Föhn seinen Geist aufgegeben hat? Im Prinzip gibt es ja dann nur zwei Möglichkeiten: reparieren oder neu kaufen. Wenn Sie sich fürs Reparieren entscheiden, dann bieten immer öfter die sogenannten Repair-Cafés eine günstige Alternative. Defekte Alltagsgegenstände wie Haushaltsgeräte, Unterhaltungselektronik, aber auch Textilien, Fahrräder oder Spielzeug, all das kann hier wieder in Gang gesetzt werden. Ziel dieser Repair-Cafés ist es jedoch in erster Linie, Müll zu vermeiden und die Umwelt zu schonen. Im Haus der Jugend in Prüm gibt es solch ein Repair-Café-Treffen. Und das haben wir uns mal angeschaut. Diese beiden Damen haben heute eine Lampe dabei. Sie ist kaputt. Aber das muss ja nicht so bleiben, denn wir wollen schon auch dazu beitragen, dass die Müllberge nicht unnötig wachsen. Rettung ist schnell da. An dem Knipser da kaputt. Da. Paul Kalbusch aus Luxemburg nimmt sich dem Problem an. In seiner Bastelecke hier im Haus der Jugend in Prüm hat der leidenschaftliche Tüftler genug Ruhe und Equipment zum Reparieren. Aber selbst der kleinste Schalter ist heutzutage ein wenig widerspenstiger als die aus vergangenen Tagen. Die alten Geräte, 60er, 70er Jahre, die waren alle geschraubt. Da macht es auch noch Spaß, die auseinanderzuschrauben. Da kann man auch noch sehen, wie das Innenleben funktioniert. Aber mittlerweile bei den neuen Geräten, Plastikgehäuse zusammengeklipst, wenn man die auseinander macht, dann brechen die Klipse ab oder so. Und dann kann man das nicht mehr ordnungsgemäß zusammenbauen. Hier sehen Sie den Unterschied. Das ist ein Zwischenstecker, der ist einfach zusammengeklipst und der hier ist geschraubt. Der ist ein Wegwerfartikel, den kann man nicht mehr auseinander montieren. Und der mit den Schrauben wird jetzt einfach ausgewechselt, dann funktioniert das wieder. Am Nebentisch wird fleißig genäht. Nicht nur Elektrogeräte finden in der Flickstufe jemanden, der sich um sie kümmert. Das ist Bettwäsche. Da war ein Loch drin, da habe ich geflickt. Paul Kalbusch werkelt und auch in einer anderen Ecke wird fleißig geruckelt und gezuckelt. Heute scheinen die meisten einen kaputten Staubsauger mitgebracht zu haben. Der ging von heute auf morgen nicht mehr. Ich wollte ihn anschalten und kam nichts. Und war mir zu schade, für direkt zu entsorgen. Habe ich gedacht, nimmst du ihn mal mit, wie ich das hier bekannt gemacht wurde. Einen Versuch ist es ja immer wert. Wenn es nach den beiden Prümmerinnen geht, verliert die Philosophie des Reparierens sowieso immer mehr an Bedeutung. Das sieht man schon bei den eigenen Kindern. Oh Mama, da kommt keine Decke drauf. Ja, das ist halt, unsere Generation hat noch gelernt, oder von meinen Eltern aus, selber zu reparieren, wiederherzustellen, weil kein Geld da war. Dadurch haben die Leute sich das selber angeeignet und haben es dann an die Kinder weitergegeben, ne? Das ist so. Und wir heute, wir geben es nicht mehr so weiter, weil einfach Geld da ist, dass man was Neues kauft. Was Neues zu kaufen ist jedoch mit Tücken verbunden. Da hat man schon ziemlich interessante Erkenntnisse gesammelt hier im Repair-Café. Teilweise werden extra Teile verbaut,
Die haben eine Haltbarkeit von 3-4 Jahren. Das sind meist so Kondensatoren. Das sind ganz billige Bauteile. Da könnte man hochwertigeres Bauteil einbauen. Da wird ein Gerät wesentlich länger halten. Oder es gab auch schon Drucker. Da war auch irgendein Chip eingebaut. Der hat die Seiten gezählt. Und ab einer bestimmten Seite hat ein Drucker nicht mehr gedruckt. Interessant. Nun ja, eine Tischlampe ist da ja ein wenig unkomplizierter. Ganz fix ist sowas repariert. Da kann man direkt Ergebnisse sehen und auch direkt die Besitzer glücklich machen. Tschüssi! Viel Spaß! Ja, das ist doch eine prima Sache. Reparieren statt entsorgen. Macht Sinn, spart Geld und tut der Umwelt gut. So, den Begriff Repair-Café, den kennen Sie ja jetzt. Dann packen wir jetzt einen weiteren Begriff aus, der aktuell in aller Munde ist. Die Rede ist von Superfood. Viele Menschen verbinden mit dem Begriff Superfood in erster Linie nährstoffreiche und ganz besonders gesunde Lebensmittel. Andere hingegen bezweifeln das. Was ist dran an Superfood? Marketing-Gag oder Wunderwaffe? In Hinterweiler haben die Landfrauen mal mit Superfood gekocht, probiert und selbstverständlich dann auch über Superfood diskutiert. Die Walnuss. Ein heimisches Superfood. Was sie so super macht? Walnüsse sind eine gute Quelle für das Schlafhormon Melatonin, das aufgrund seiner antioxidativen Wirkung Herz-Kreislauf-Erkrankungen, aber auch Krebs vorbeugen kann zum Beispiel. Und die Walnuss kann man quasi überall verkochen, wie zum Beispiel mit Wirsing und Schinken zu einer Art Kuchen. Schaut das nicht gut aus? Ab in den Backofen und den Zauber geschehen lassen. Was kann man denn noch alles Schönes kochen? Für eine Party zum Beispiel. Cracker mit Belag. Für den Belag wird eine kleine Möhre, eine kleine Pastinake oder Petersilienwurzel. Ich nehme immer Petersilienwurzel, weil man die Pastinaken kriegt man nur 500 Grammweise und Petersilienwurzel gibt es einzeln zu kaufen. Ah, die Pastinake bzw. Petersilienwurzel. Beides Superfood. Super, weil so viel Vitamin C drin steckt. Mit Schmand und Gewürzen klein gehäckselt auf Cracker. Der Cracker ist übrigens voller Leinsamen, auch super, weil voller pflanzlicher Omega-3-Fettsäuren, die gut gegen Entzündungen sind. Nach nur zwei Rezepten sind wir schon gleich ein wenig schlauer. Die Eifler Landfrauen schätzen neue Rezepte, vor allem wenn Frau sich dabei im eigenen Garten bedienen kann. Wir haben fast alle ja hier im Ort auch noch selber einen Nutzgarten. Und einfach, dass man gucken kann, was man mit dem heimischen Gemüse noch für Rezepte mal machen kann. Ein bisschen die Küche abwechslungsreicher gestalten. Zum Beispiel Pastinaken, wusste ich gar nicht, dass man die hier auch anpflanzen kann oder im Garten ernten kann. Ja, und schmeckt's? Ja, sehr körnig. Gesund geht's auch weiter mit Radicchio. Radicchio. Was fällt Ihnen denn zu Radicchio ein? Warum nichts? Ich kenne das ja nicht. Der Name ist mir bekannt, aber ich habe noch nie gesehen. Radicchio ist voller Vitamin C und auch gut für die Verdauung. Daher so super. Bei der einen oder anderen Dame ist der auch im Sommer im Garten zu finden und noch vieles mehr. Was wechseln bei Ihnen alles im Garten? Oh je, wenn ich alles erzählen soll. Passt alles. Also wir probieren ganz viel neu. Kräuter, die alles. Gemüse, Salat, Kartoffeln, Zwiebeln. Wir haben 200 Quadratmeter Garten. Da kriegen wir schon die Familie versorgt. Superfood gilt als Trend, der die einfachsten Sachen wie eben das Gemüse wieder in den Mittelpunkt rückt, auch wenn es im Grunde keine neue Erfindung ist. Kinder müssten mal lernen, richtig in einen Garten zu gehen, um mal zu sehen, wie wachsen Möhren, wie kommen die Kartoffeln raus. Und also geht ja alles verloren, Leute. Also meine Enkel ja, wissen, Oma, ne? Ja, das ja, Gemüse die, ist, die geht immer mit in den Garten. Hört, aber ja. Manche Kinder, die ja, sind wirklich da, ne? Ja. Was haben wir noch auf dem Plan? Sanddorn. Schon mal damit gekocht? Sanddorn ist die Zitrone des Nordens. Heißt also an der Küste in den Dünen, sei es jetzt in Norddeutschland oder auch in Holland, wächst er ja wie, ja, eigentlich wie Unkraut oder wie bei uns die Schlehen. Und hat halt oder besticht durch den hohen Vitamin C-Gehalt. Aber Vorsicht, den säuerlichen Geschmack nicht unterschätzen. Bevor die Suppe serviert wird, kurz ein gesundes, rundes Leckerli mit roter Beete und Haferflocken. Und? Eindeutig sieht anders aus. Ja. Also, Mozartkugel ist mal lieber. Ja.
ja. Ist ja gut, hat alle Geschmäcker verschieden. Schmecker sind verschieden. Naja, jedenfalls ist rote Beete wirklich sehr gesund. Sie kann enorm viel, ist voller Vitamine und auch wiederum krebsschützend. Superfood. Da sind sich die Leute tatsächlich nicht ganz einig, zumindest was das Superfood angeht, das zurzeit immer wieder in den Medien kursiert, wie zum Beispiel Chiasamen oder Goji-Beeren. Sind die wirklich so gesund und gut wie angepriesen? Die einen sagen ja, die anderen nein. Bei heimischem Superfood wird weniger gestritten. Es muss nicht immer die Frucht aus einem anderen Teil der Erde sein. Ich sage immer, mein Opa ist mit 92 gestorben, der wusste nicht, dass es Kiwi gab. Und ist 92 geworden und wir kaufen Kiwi. Ich weiß nicht, ob es nicht einfacher wäre, dann auch mal eine Pastinake zu essen, die im eigenen Garten gewachsen ist und die Wege nicht hatte. Ja. Walnüsse, Pastinaken, Radicchio oder rote Beete muss nicht importiert werden. Im Idealfall wächst das alles hinterm Haus und ist daher immer frisch zu haben. Wir machen uns noch ein letztes Mal auf den Weg und zwar zum Ofen. Da schlummert die Wirsing-Walnusspastete. So oder auch anders kann ein Rezept mit heimischem Superfood aussehen. Der Kreativität ist keine Grenze gesetzt. Also super Gutes und super Gesundes wächst auch hier bei uns. Ja, egal ob Superfood nun gesund ist oder nicht, auf jeden Fall, das konnte man ja nicht übersehen. Den Landfrauen in Hinterweiler hat es viel Spaß gemacht. Bei uns geht es jetzt wieder etwas ernster weiter. Wir kommen zum Nachrichtenüberblick und zu den Ausgehtipps für die kommende Woche. Der Nachrichtenüberblick wird präsentiert von der Volksbank Rhein-Ahr-Eifel. Die Volksbank Rhein-Ahr-Eifel hat das Geschäftsjahr 2018 mit einem guten Ergebnis abgeschlossen. Die Bilanzsumme stieg um 4,5% auf 2,7 Milliarden Euro. Auch das Eigenkapital konnte die Genossenschaftsbank kraftvoll stärken. Es wuchs auf 300 Millionen Euro. Trotz eines schwierigen Marktumfeldes ist das Vertrauen der Kunden in die Bank ungebrochen. 2018 betreute sie ein Volumen von 5,4 Milliarden Euro. Ein Plus verzeichnete die Bank auch bei den Kundenkrediten. Sie stiegen um 8% auf 1,8 Milliarden Euro. Wie angekündigt haben in Bitburg die Arbeiten zur Umgestaltung des Maximinerwäldchens zu einem modernen Bürgerpark begonnen. Der städtische Bauhof begann in der vergangenen Woche mit ersten Baumfällarbeiten. Ziel ist es, in der Nähe der Bitburger Innenstadt einen attraktiven Ort der Begegnung, Freizeit und Erholung zu schaffen. Für viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verbandsgemeindeverwaltung Gerolstein stehen in diesen Tagen Umzüge an. Rund die Hälfte der 120 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen wechseln ihren Arbeitsort. Weitere 30 Mitarbeiter ziehen hausintern in andere Räumlichkeiten um. Bis Mitte Februar sollen dann alle Umzüge abgeschlossen sein. Neben einer räumlichen Veränderung steht für viele Mitarbeiter auch die Übernahme anderer Aufgaben und Zuständigkeiten an. Tauwetter und Schmuddelwetter ließen am Wochenende am Schwarzen Mann wieder einmal keinen Wintersport zu. Dort, wo an einem normalen Wintertag kein freier Parkplatz zu finden ist, da war am vergangenen Sonntag gähnende Leere angesagt. Anlage geschlossen und Lifter außer Betrieb. Die Bedingungen am Schwarzen Mann waren für die Ausübung jeglichen Wintersports einfach nicht optimal. Nur zwei hartgesottene junge Schlittenfahrer trafen wir an. Doch auch deren Begeisterung hielt sich dann wahrlich in Grenzen. Vielleicht ändert sich das Bild ja bis zum kommenden Wochenende. Die aktuellen Schneefälle könnten dann am Schwarzen Mann wieder für gute Wintersportbedingungen sorgen. Der Landkreis Vulkaneifel ist um eine gemeinnützige Einrichtung reicher. Vor wenigen Tagen ging die neue Schutzengelstiftung an den Start. Gründer ist Ralf Krämer aus Gerolstein. Die Stiftung wurde der Stiftergemeinschaft der Kreissparkasse Vulkaneifel unterstellt, die bei der Gründung behilflich war und auch laufende administrative Aufgaben übernimmt. Die Schutzengelstiftung verfolgt gemeinnützige und mitständige Zwecke. So zum Beispiel die Förderung von Kindern und Jugendlichen, so Stiftungsgründer Ralf Krämer. Die kommunale Holzvermarktungsorganisation Eifel wurde jetzt in Hillesheim gegründet. Gesellschafter sind 17 Kommunen, unter anderem aus dem Vulkaneifelkreis und dem Eifelkreis Bitburg-Prüm. Für die Kommunen werden jährlich Holzmengen von bis zu 210.000 Festmeter aus den kommunalen Forstbetrieben vermarktet. Darüber hinaus sorgt die Gesellschaft auch für den Verkauf von Mehrmengen, die in diesem Jahr zum Beispiel durch die Borkenkäferplage im letzten Sommer anfallen werden. Soweit der Nachrichtenüberblick.
Die Veranstaltungstipps werden präsentiert von Salon Schmitz in Olzheim. Der Autor Ralf Kramp lädt am Samstag, den 2. Februar, zum Krimiabend ins kleine Landcafé in Kerpen ein. Beginn ist um 20 Uhr. Die traditionelle Kostümsitzung der Prümmer Karnevalsgesellschaft findet am Samstag, den 2. Februar statt. Beginn ist um 19.11 Uhr in der Karolinger Halle in Prüm. Christoph Soldan und die Stuttgarter Kammersolisten gastieren am Samstag, den 2. Februar, im Haus Beder in Bitburg. Auf dem Programm stehen an diesem Abend Werke von Schumann, Tschaikowski und Mozart. Beginn ist um 19 Uhr. Die Schneifelnarren laden am Samstag, den 2. Februar, zur alljährlichen Karnevalsparty in die Halle Sohns in Brandscheid ein. Beginn ist um 20.11 Uhr. Das beliebte Brigittenfest, begleitet von DJ Team Music Factory, findet am Samstag, den 2. Februar statt. Beginn ist um 20 Uhr im Winterscheider Gemeindehaus. Das Prümmer Orchesterprojekt unter der Leitung von Markus Wollsiffer feiert am Samstag, den 2. Februar, seinen 18. Geburtstag. Beginn ist um 19 Uhr in der Bitburger Stadthalle. Sprudelt, erfrischt, belebt. Verlängerung? Natürlich aus der Vulkaneifel, einzigartig in der Mineralisierung. Gerold Steiner, das Wasser mit Stern. Fußball ist unser Lieblingsthema. Komm und teile diese Leidenschaft mit uns. Zum Start der Ligaspiele nach der Winterpause diskutieren Trainer, Spieler und Sportjournalisten über die aktuelle Situation der Clubs im Fußballkreis Eifel. Leo Fußball Talk, Sonntag, 10. März, 10 Uhr, im Autohaus Maisglandien in Pronsfeld. Tickets unter leo-fußball.de. Leo Fußball Talk, nur bei Leo TV. Ja, kein Jugendtreff, kein Bus nach 17 Uhr, kaum schnelles WLAN. Im Vergleich zu den Altersgenossen in der Stadt fühlen sich viele Jugendliche hier bei uns benachteiligt. Es fehlen wohnortnahe Schulen, Jobs und Freizeitangebote jenseits von Schützenvereinen, freiwilliger Feuerwehr und Fußballclubs. Die Folge, sobald man kann, wegziehen in die Stadt. Die jugendliche Landflucht betrifft nicht nur den Osten Deutschlands, sie hat längst bundesweit die strukturschwachen und ländlichen Regionen erreicht. Das hat man auch in Kilburg erkannt, weshalb man dort versucht, das Freizeitangebot für Jugendliche zu verbessern. Gemeinsam mit der Organisation der mobilen Jugendarbeit der Verbandsgemeinde Bitburg-Land, der Pfarrgemeinde und Vertretern der Stadt wurde jetzt das Projekt Kilburger Filmnacht ins Leben gerufen. Langeweile. Gegen die muss was unternommen werden. Und deshalb ist das Haus der Begegnung in Kilburg an diesem Samstagabend Anlaufstelle für die Jugendlichen der kleinen 890 Einwohnerstadt. Verschiedene Organisationen der VG Bitburger Land hatten zur Filmnacht eingeladen. Zusammen wurden zwei Filme geschaut. Welche durften die Jugendlichen durch Stimmvergabe selbst wählen? Dazu bereitete der Initiator der Aktion, der Jugendpfleger Richard Jutz, stilecht Popcorn aus der Maschine zu. Und zu trinken gab es natürlich auch reichlich. Ja, wir haben Ende letzten Jahres mit dem Bürgermeister zusammengesessen und haben überlegt, wie kann man hier für die Jugendlichen was anbieten, was so neben den Vereinen existieren kann, also offene mobile Jugendarbeit. Und kam dann zum Schluss, dass man erstmal die Jugendlichen irgendwie einfangen muss, weil wir einfach nicht mehr wissen, wo sind sie, wo stecken sie, also sind alle zu Hause. Und dann haben wir uns überlegt, sie erstmal einzuladen zum Filmabend. Und dann quasi in der Pause von zwei Filmen einfach mit ihnen sprechen zu können und zu schauen, wie ist der Bedarf, habt ihr Interesse an dem Jugendraum oder sind sie eher interessiert an einmaligen Events? Ja, und so ist die Idee entstanden. Gesprochen wurde und Bedarf gab es anscheinend, denn am Ende stimmten die Jugendlichen geschlossen dafür, eine Jugendgruppe zu gründen. Damit hat Kilburg seit Jahren mal wieder eine Jugendgruppe. Jutz, der selbst aus Kilburg stammt, erinnert sich noch, wie es damals mit der letzten zu Ende ging. Die Jugendgruppen sind vor 10, 15 Jahren hier ausgestorben und einfach kein Interesse mehr da gewesen. Dazu kamen natürlich Handys, man musste nicht mehr sich irgendwo treffen, man konnte sich mit Handys vernetzen und so konnten die Handys relativ leicht die fehlenden Jugendgruppen ersetzen. Aber trotzdem ist der Bedarf ja noch da, die Jugendlichen kennen es noch oft nicht mehr. Und Wille, um es nochmal mit einer Jugendgruppe zu versuchen, scheint auch da zu sein. Boah, ich fände es halt cool, wenn hier so ein Jugendraum ist, wo man halt immer mit seinen Freunden hingehen kann. Aber ich hoffe, das klappt. Raum gäbe es im Haus der Begegnung sogar. Der ehemalige Kindergarten bietet genug Platz. Doch Grund für die Filmnacht ist nicht nur der Wunsch, den Jugendlichen eine einmalige Freude zu bereiten. Es gibt auch politische Hintergründe.
Also politisch steckt natürlich dahinter die Bleibeorientierung. Man will, dass die Jugendlichen irgendwie einen Grund haben, wenn sie irgendwie studieren gehen oder Ausbildung wieder zurückkommen oder eben bleiben, weil die Dörfer sterben aus. Das betrifft auch Kilburg. Kilburg hat ein großes Problem. Es hat mal floriert hier, aber die Zeiten sind rum und man will einfach nicht, dass der Ort ausstirbt. Und dazu gehört eben, dass man den jungen Leuten auch was bieten muss, damit sie eben, wenn sie junge Erwachsene sind, auch sagen, ja, hier bleibe ich. Hier baue ich meine Familie auf, hier baue ich mein Haus und hier möchte ich wohnen. Und das gilt natürlich für alle Gemeinden in der Verbandsgemeinde Bitburgerland. Um die Jugendlichen zum Bleiben zu bewegen, ist die Jugendgruppe da sicher schon mal ein guter Versuch, die jungen Kilburger in ihrer Stadt noch tiefer zu verwurzeln. Und Ideen für zukünftige Aktionen gibt es auch schon. Ja, man könnte ja immer öfter so Filmabende machen oder auch so einen Raum einrichten mit Fernseher und allem. Das wäre schon nice. Ja, zumindest mal ein erster Schritt, um den Jugendlichen in Kilburg wieder etwas mehr an Freizeitperspektiven zu gewähren. Und aus einer ersten Filmnacht wird sicherlich dann auch bald die zweite folgen. In den kommenden Wochen stehen viele Eltern wieder vor einer wichtigen Entscheidung. Auf welche Schule schicke ich nach den Sommerferien meinen Sohn oder meine Tochter? Dabei stellt sich dann die Frage, welche Schule für welche fachlichen Stärken oder persönlichen Neigungen der Kinder die richtige ist. Und genau dann ist auch die Zeit für die Schulen gekommen, sich zu öffnen und sich, soweit es geht, auch von ihrer besten Seite zu zeigen. Das hatte am vergangenen Samstag auch die Realschule Plus in Prüm getan. Sie lud zum Tag der offenen Tür ein. Heute Gruppenarbeit. Gruppenarbeit soll aber nicht doof sein, Unterricht soll nicht doof sein. Die Kaiser-Lothar-Realschule Plus stellt sich und ihr Angebot in den Mittelpunkt. Die Schule in Prüm gibt sich kreativ. Alle sollen angesprochen sein, jeder eingebunden. Die Zeiten, in denen stoisch gelernt wurde bis zum Schulabschluss, sind lange vorbei. Lernen geht auf vielfältige Art und Weise, was wiederum das Angebot und Programm einer Schule sehr einzigartig machen kann. Keine Schule ist wie die andere. Kein Kind ist wie das andere. Also ich finde schon, dass Eltern sehr differenziert gucken. Es ist ja auch so, dass heute nicht mehr so viele Kinder in der Familie sind. Das heißt, also man merkt den Trend zu Einzelkindern jetzt nicht unbedingt, aber in der Familie sind heute nicht mehr, es sind ja keine Großfamilien mehr, sodass schon sehr genau selektiert wird und geguckt wird, welche Schule ist die richtige für mein Kind und eben auch viel Beratung hier gefordert wird, was ja auch Sinn macht. Ich denke mal, lieber einmal mehr beraten, als das Gespräch eben nicht finden und dann ein Kind falsch irgendwo eingeordnet zu haben. Gute Noten sind natürlich wichtig, aber Lernen mit Spaß steht heute auf gleicher Stufe. Wohlfühlen, aufgehoben fühlen, sicher sein, darum geht's. Ruhe bringt beispielsweise Sammy in den Unterricht. Der Schulhund ist Bestandteil des Tages der offenen Tür, aber auch des Schulalltags. Er ist ein Plus für die Schule, so sehen das auch die Eltern. Der Umgang mit Tieren allgemein, jetzt nicht speziell den Hund, so, es fördert schon Verantwortungsbewusstsein. Soziale Kompetenz, also wir haben auch Tiere zu Hause und ich finde das unheimlich wichtig. Bei den Markgrafs steht nun die 5. Klasse an, also auch die Entscheidung, auf welcher Schule es weitergeht. Vor dieser Entscheidung stehen gerade viele Eltern. Welches Argument wird ausschlaggebend sein? Vielleicht, dass hier schon lange nicht mehr nur mit Stift und Zettel gelernt wird? Die Eltern, glaube ich, erwarten schon, dass die Schulen praktisch dann ihre Kinder an die Medien heranführen. Und je früher, desto besser. Der Unterricht besteht nicht nur aus digitalen Medien natürlich oder aus Computerunterricht, sondern wir gehen dann zur Bereicherung in den Computerraum und machen dann mit denen dann andere Sachen. Der Französischunterricht geht heutzutage also auch mal mittels Computerspielen. Und auch der Sportunterricht präsentiert sich beim Tag der offenen Tür von seiner besten Seite. Die Kaiser-Lothar-Realschule Plus hat einen Schwerpunkt auf den Sport gelegt. Für manche Eltern ist das ein gutes Argument. Mein Sohn ist ein Sportler. Ja, also der definitiv ist das gut mit der Sport, also mit dem Sport, ja. Weiterer Schwerpunkt ist das darstellende Spiel, wie Teilnehmerin Kim Wagner weiß. Sie bastelt nicht nur gerne, auch das Mimen schätzt die Schülerin. Vor allem im Hinblick auf die Zukunft. Dass man auch mit sich wirklich selber spielen kann, also selber seine auch Gefühle ausdrücken kann, Improvisation und alles drum und dran. Das ist, glaube ich, auch sehr wichtig, wenn man im Beruf ist und so weiter. Ja. Wie heißt es so schön? Man lernt nicht für die Schule, sondern fürs Leben. Schulen haben längst erkannt, dass es nicht ums Durchschleusen der Kinder geht, sondern um das individuelle Fördern und Fordern.
Ja, liebe Eltern, wenn Sie noch nicht genau wissen, welche Schule Ihr Sohn oder Ihre Tochter demnächst besuchen soll, schauen Sie sich um. Derzeit bieten fast alle Schulen hier bei uns einen Tag der offenen Tür an. Eine ideale Möglichkeit, sich die in Frage kommenden Schulen mal etwas genauer anzuschauen. Ja, das war's auch schon wieder. Wir sind am Ende der heutigen Sendung angelangt. Und wenn Sie möchten, dann sehen wir uns wieder in der kommenden Woche. Ab Mittwoch, 17 Uhr, gibt es dann eine weitere Folge von hier bei uns. Selbstverständlich wieder mit interessanten Beiträgen aus unserer Region. Also bleiben Sie uns treu und empfehlen Sie uns weiter. Ich wünsche Ihnen eine schöne Woche. Bis nächsten Mittwoch.